Ja, moin, liebe Freunde. Ich bin's Alex von der Freedom Academy. Das hier ist mein kleines Zimmer in Spanien. Und ich bin gerade aufgestanden und ich nehme mir immer vor, eigentlich recht früh aufzustehen. Aber heute habe ich es leider nicht geschafft und bin etwas spät dran. Aber ich möchte euch gerne zeigen, wo ich denn immer arbeite, wenn ich so auf Reisen bin. Und dazu kommt ihr am besten einfach mit. Ja, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Büro und da gibt es ein paar Kriterien, die mir wichtig sind, wenn ich mir mein Strandoffice oder mein Café oder mein Coworking Space aussuche. Also zuerst einmal klar, die Basics müssen natürlich stimmen. Das heißt, ihr braucht einen Internetanschluss und ihr braucht einen Stromanschluss, weil ansonsten geht, glaube ich, sehr, sehr wenig. Es sei denn, ihr habt irgendwie ganz viel Reservebatterien oder ähnliches dabei. Das nächste ist halt, dass die Entfernung, finde ich, ziemlich wichtig ist. Das heißt, wenn ihr euch jetzt mal wirklich ewig laufen müsst zu eurem Ort, dann macht ihr es einfach nicht so regelmäßig. Und es ist schon wichtig, dass man da auch eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt, weil Menschen halt immer in Gewohnheiten sich bewegen und das ist einfach besser, wenn man da ein paar Gewohnheiten etabliert. Außerdem ist es natürlich auch wichtig, dass es, also für mich persönlich wichtig, dass es ein Ort ist, an dem ich auch Privatleute treffen kann und an dem ich auch ein bisschen ungestört sein kann, also auch schon mal ein kleines Separé oder ähnliches habe, wenn ich eine Videokonferenz mache oder ähnliches. Also im Endeffekt zeige ich euch jetzt einfach mal mein Café, was ich mir jetzt hier ausgesucht habe. In dem Fall ist es ein Café, das mache ich auch meistens so, also ich war auch schon in Coworking Spaces, da bin ich dann meistens in Deutschland oder so, aber im Ausland gehe ich ganz gerne in Cafés. Alles klar, schaut's euch an und bis gleich. Ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal meinen kleinen Arbeitsplatz, mein kleines Strandoffice. Und ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich eigentlich am Anfang von meiner Reise mir ein schönes Café gesucht habe und dort auch eigentlich regelmäßig hingegangen bin. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass man sich ein bisschen dran gewöhnt, an den Arbeitsort auch und an die Leute. Und man muss nicht immer auf der Suche nach neuem Internetzugang mit irgendwelchen Leuten reden, sondern es funktioniert halt eigentlich alles sofort. Und so habe ich das hier auch gemacht und das ist das Café Kaleido. Das ist am Strand hier von Malaga und das ist echt schön. Ich kann euch mal ein bisschen was zeigen vielleicht. Ist auch nicht so teuer. Dafür hat man einfach hier immer entspannte Atmosphäre und natürlich auch einen schönen Blick, weil wenn man schon arbeitet, dann möchte man ja auch ein bisschen was Schönes sehen. Das zeige ich euch mal gerade. Könnt ihr vielleicht mal gucken, sehen, ob man das, ob ich das scharf gestellt bekomme. Ja, da sieht man nämlich das Meer und die ganzen Touristen und es ist einfach wirklich schön. Ich zeige euch auch mal meinen Bildschirm. Ihr seht, ich habe Facebook offen. Ich bin also fleißig am Arbeiten. Ich habe immer so eine kleine Tastatur noch mit dabei. Das hat den Zweck, dass man auf der einen Seite so ein bisschen, wenn man einen externen Bildschirm anschließen kann, dass man dann ein richtiges Büro sich aufbaut und auch natürlich eine Maus, dass man da besser arbeiten kann und dass man auch den Laptop ein bisschen schont. Wenn man immer am Laptop arbeitet mit dreckigen Händen etc., dann ist es ja auch nicht so gut. Ja. Ich nehme mir natürlich auch ein paar Videos auf. Ist mir auch immer wichtig, dass ich was habe, wo ich auch ein paar schöne Videos aufnehmen kann. Und insgesamt ist es einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Und am allerwichtigsten finde ich, dass die Leute freundlich sind, die hier arbeiten. Und das sind die hier auf jeden Fall. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, das kurze Video, dann gebt mir natürlich einen Daumen hoch. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr euer Strandoffice gestaltet oder gestalten würdet. Und ja, viel Spaß euch und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao. So, alles klar. So, hier. Auf geht's.